Willkommen bei Mickey Mouse. Gut. Ja, da wollen wir mal die Mickey Mouse Darin Show. Eingabetaste oder Leertaste? Bin ich. Ich spiele das Spiel nur an. Wahrscheinlich so 5 bis 10 Minuten. Und dann können wir mal gucken. Neues Spiel. Ich will es auch nicht fortfahren. Okay. Ist gerade ein bisschen lustig, also das Spiel reagiert aber nicht. Mit der Maus geht hier also nicht bei dem Spiel. Mit den Pfeiltasten nach oben und nach unten. Neu und Enter. Also mit den Pfeiltasten geht ja ja nicht. Möchtest du den existierenden Spielspeicherstand überschreiben? Ja. Will ich? Um einmal mal zu zeigen, wie es aussieht. Lost and alone, what was Mickey to do? Luckily, fate intervened in the guise of a mysterious old mouse. Caution, lad, for Miserabelle's plans are truly wicked. Using a magic spell, she intends to steal Minnie's youth and beauty. Your sweetheart will be left as hideous as the witch is now. Anubis. Her heart will contain only hatred and anger. Oh no! How can I save her? What do I do? You must find the 7 rainbow gems that will create the fabled Rainbow Bridge. It will take you to where Minnie is being held. But beware the gem keepers. They are Miserabelle's prime ministers of misery and won't give up their treasures easily. Gems? Gem keepers. Got it. Wait, where do I find them? Within Miserabelle's castle of illusion. But beware, young mouse. The witch has created strange worlds and bizarre creatures to prevent you from reaching her. Each gem is guarded by one of Miserabelle's masters of illusion. Defeat them to claim your prize. And remember, use great caution. Mickey did not take the old mouse's words lightly. He thanked him and rushed to the castle gates. Okay, ab geht's. The Castle of Illusion was Miserabelle's twisted playground of trickery and peril. So, ich musste mal ganz kurz rauf, weil ich die Lautstärke bei mir etwas erhöhen musste. Maus geht ja gar nicht bei dem Spiel. Imagining Minnie's fear gave Mickey courage. There was no time to waste. Ja, schön. Leertaste ist springen. W. Pfeiltasten sind vorwärts geduckt. Hoch. Okay, das ist ducken. So. Super. Dankeschön. Das habe ich letztes Mal versaut. Ich hab das vor Ewigkeiten gespielt. Öffnet sich hier was? The mouse with a heart of a great lion, though his knees felt more like those of a frightened kitten. Wie gesagt, ich spiele das Spiel nicht durch, ich spiele es nur kurz an. Das hatte ich auch kostenlos bekommen. Quasi als Leihgabe. Und jetzt, muss es wieder zurückgeben. Hat nur als Leihgabe bekommen, um es mal anzuspielen. Die drei Türen, 2 sind verschlossen. Wir können nur durch eine. Was hat sich denn hinter dieser Tür versteckt?
Boah, ist das toll. The threshold and emerged once again into the forest. But it was changed somehow. This wasn't the pastor. Ah ja, wenn man hier entgegenkommt, dann so. Dann hat man ein Problem. Okay. Also die, ja, der ist nicht so sehr begeistert. Und? Gut. Ihr seht schon, es ist etwas schwieriger als man denkt. C. Wahrscheinlich. Ah. Man kann die auch kaputt hauen. Ich habe jetzt nur noch einen Stern. Mit den Äpfeln kann man die kaputt hauen. Ach so, nee. Da muss ich hoch. Gut. Ah, die Kleine wird wach. So. Wahrscheinlich muss ich die Kleine gleich füttern. Oh. Diese Säure-Dinger, die sind nicht gut für mich. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich gehe einmal mal in diesen Weg. The signpost was created by Miserabel, so of course it had a mischievous streak. I sure wish that signpost would make up its mind. Ist ja lustig. Seht ihr? Gosh, which way should I go? Ah, hier soll ich rein. Suddenly, ich bin ja auch doof. Spiel speichern kann man übrigens nicht hier. Okay, es ist das letzte. Weil in einer Minute mache ich einen Cut. Wird erstmal die Kleine gefüttert. Okay. So. Okay, ich habe da gesehen, jetzt habe ich eine falsche Tastenkombination gemacht und jetzt bin ich gestorben. Aber nicht so schlimm. So. So. Okay. Gut, wie viele Äpfel habe ich denn noch? Gut, kriege ich das hin? Wow. Da ist ein großer Apfel. Mickey muss schnell sein. Oh, wow, 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 wow. Ist ja geil.
Ich kann mal. Das ist ein typisches Sega-Spiel. Krass. Eigentlich wollte ich gerade mal Cut machen. So, ich mache aber jetzt Cut hier. Aus einem ganz anderen Grund. Ich muss die Kleine füttern, die wird wach. Und dann höre ich ja nicht wieder auf bei einem gespielten Spiel. Viel Spaß noch. Bis dann. Ja, da bin ich nochmal. Ich glaube, ich probiere es hier nochmal mit dem Spiel. Ach ja, ich muss ja hier rüber gehen. Ach ja, Maus geht ja nicht. So. Was war denn jetzt? Fortfahren. Mickey crossed the threshold and emerged once again into the forest. But it was changed somehow. This wasn't the pastoral wood he remembered. Ach so. Ihr seht schon jetzt, wo man möglich. Muss ich mal schauen. Level neu starten. Ja. Mickey crossed the threshold and emerged once again into the forest. But it was changed somehow. This wasn't the pastoral. Okay, da labert mir zu viel. Ich gehe mal auf den anderen Bildschirm. ja. Jetzt muss ich erstmal Luft holen. Ihr merkt schon, wenn man jetzt so oft verliert. Ja. Springt auf das erste Level wieder zurück. Wir können dann alles wieder neu machen. Ja, ich spiele es toll. Ich werde es offline auf jeden Fall nochmal weiterspielen. Auch wenn ich 10 Versuche brauche, aber diesen Mickey Mouse, die finde ich immer noch klasse. Ja. Diesen Anhang wollte ich nochmal hinterher stecken. Und verabschiede mich jetzt damit, weil die Kleine wurde ja gefüttert. Ich musste von abrupt mal abbrechen, aber bei Kindern ist das normal, dass man auch mal unterbrechen muss. Und bei so einem Spiel, wo man nicht abspeichern kann, ist das natürlich doof, aber das Kind geht natürlich vor. Gut, wenn euch trotzdem das Video gefallen hat, macht einfach ein Abo, Like oder Kommentar. Ich kann das Spiel nur jedem empfehlen, bevor ich das Spiel wieder zurückgeben muss. Ja. Werde ich jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Mal spielen und dann gebe ich das wieder zurück und dann ja, kaufen werde ich es mir nicht, weil ja, wenn man es einmal durch hat, hat man es durch und dann spielt man es ja nicht noch mal. Man spielt das ja nur einmal. Ja, dann sage ich erstmal viel Spaß bei dieser Folge noch mal und bye bye.